willst das machen oder das oder das. Mein Name ist Merit und mit meinem Geografiestudium komme ich meinem Ziel, in der Forschung zu arbeiten, immer näher. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Tätigkeitsfelder, in denen man mit einem Abschluss in Geografie arbeiten kann. Du kannst zum Beispiel im Klima-, Natur- und Umweltschutz, in der Stadt- und Regionalplanung, in der Wirtschafts- und Innovationsförderung, in der Entwicklungszusammenarbeit oder Politikberatung, im Wissenschaftsjournalismus oder auch als Lehrfachkraft arbeiten. Diese Jobs sind genau dein Ding, dann bist du hier absolut richtig, denn mit einem Geografiestudium hast du die besten Chancen auf einen dieser Berufe. Doch du fragst dich bestimmt, welche Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen muss ich für ein Geografiestudium erfüllen? Fragen wir da doch am besten eine Expertin. Hallo, mein Name ist Verena Klugos und ich bin als Studienberaterin und Dozentin am Geografischen Institut tätig. Für eine Zulassung brauchst du Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss. Der Zugang ist allerdings durch einen lokalen NC eingeschränkt. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, was dir der Studiengang Geografie alles zu bieten hat. Wir beschäftigen uns unter anderem mit Fragen wie: Welche physischen und anthropogenen Einflüsse gestalten die Erdoberfläche? Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Mensch und Umwelt? Und wie sind deren Ausprägungen und Veränderungen in Raum und Zeit? Die Geografie fungiert als Brücke zwischen den Natur- und Sozialwissenschaften. Wir arbeiten mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Methoden und forschen zu verschiedenen Schwerpunkten. Hierzu kann euch meine Kollegin Veronika Seelbach noch mehr erzählen. Unsere Schwerpunkte liegen in verschiedenen Teilbereichen der humanen und physischen Geografie. Unter anderem beschäftigen wir uns mit umweltorientierter Wirtschaftsgeografie, Klimawandel, Folgen und Schutz, nachhaltiger Stadtentwicklung, Naturgefahren, Vulnerabilität und Risiko, Mikroplastik und anderen Schadstoffen in der Umwelt und der Anwendung moderner GIS- und Fernerkundungsmethoden. Und was auch eine wichtige Rolle in deinem Studium spielen wird, hier kannst du dich mit anderen Studierenden austauschen und zum Beispiel einen leckeren Kaffee trinken. Während des Geografiestudiums lernst du nicht nur die grundlegenden Fachinhalte, die zum Verständnis komplexer Mensch-Umwelt-Beziehungen notwendig sind. Du bekommst auch einen Einblick in zahlreiche fachspezifische Methoden, wie zum Beispiel Gelände- und Labormethoden, Umweltmodellierung, quantitative und qualitative Sozialforschung sowie GIS und Fernerkundung. Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte. Dazu kann dir Daniel aber noch mehr erzählen. Ganz genau. Du möchtest bestimmt wissen, welche Möglichkeiten es für dich während des Studiums gibt. Du wirst an einer 10-tägigen Exkursion teilnehmen, bei der anhand eines Beispielraums die Mensch-Umwelt-Beziehungen erarbeitet werden. Ziele sind europäische Länder wie auch Länder des globalen Südens. Unser internationales Netzwerk bietet aber viele weitere Möglichkeiten. Beispielsweise kannst du ein Auslandssemester machen. Du kannst im Ausland aber auch ein Berufspraktikum absolvieren oder für deine Bachelorarbeit im Ausland forschen. Haben wir dich neugierig gemacht und du möchtest jetzt noch mehr über den Studiengang Geografie an der Uni Köln erfahren? Dann schau doch mal hier vorbei.